Dieter, gerade zum dritten Mal bei der Individual-WM in der ersten Runde ganz knapp verloren. Wie war das Gefühl? Schlecht. Der erste Satz hat eigentlich ganz gut angefangen, aber dann ist irgendwie mein ganzes Spiel kaputt gegangen, ist irgendwie abgerissen. Ganz viele Punkte verloren, genauso ging es im zweiten Satz weiter. Ich war ja haushoch hinten, habe mich nicht gefangen, habe besser gespielt, habe mein Spiel gefunden, habe gekämpft. Zweiten Satz gewonnen und im dritten, keine Ahnung, keine richtige Länge gehabt. Der hat gut angegriffen, war direkt wieder 11-2 hinten. Hat alles versucht, um wieder ranzukommen, aber hat nicht gereicht. Also für mich Zeit nicht gut. Das Sommertraining war eigentlich sehr hart, sehr gut, aber habe mein Spiel einfach noch nicht gefunden, deswegen habe ich so. Aber im zweiten Satz hast du ja sogar Matchbälle abgewehrt, ne? Ja, also wie gesagt, ich habe mich da ganz gut reingekämpft. Ich habe versucht, alles zu geben, hat im zweiten Satz dann auch gelangt. Aber im dritten, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Die Bälle waren zu langsam, ich habe sie irgendwie nach hinten zu kurz gespielt und kein Gefühl gehabt. War im dritten Satz einfach zu weit vorne. Deswegen bin ein bisschen mehr rangekommen, aber keine Chance bei 11-2 hinten. Keine Chance. Sind die Bedingungen hier in der Halle speziell? Nee, es ist einfach hier super zu spielen. Das ist gar keine Frage. Es kennt kaum Wind, super Verhältnisse, Sichtverhältnisse, aber es lag einfach an mir. An mir und meinem Gefühl. Wie geht es jetzt weiter für dich? Mit welchen Turnieren? Ja, jetzt geht's nach Hause. Da habe ich eine Woche Urlaub und dann habe ich noch 2-3 Wochen. Da fängt die Bundesliga wieder an und Belgien. Und dann noch ganz viele Turniere bis zum Ende des Jahres. Okay, dann viel Erfolg.